Grüßt euch zu diesem ganz besonderen Video. Wir werden heute eine kleine Hundebox bauen aus Holz und das für einen kleinen, für eine kleine Welpenhund, für einen Pudelart. Die werdet ihr übrigens am Ende des Videos sehen, dranbleiben. Und dieses Video ist eigentlich was ganz, ganz Besonderes. Ihr seht schon hier ein kleines Mädchen stehen, das ist die Helly. Die Helly und die wird mich dabei heute begleiten, besser gesagt unterstützen. Viel Spaß bei diesem Video. Komm, es läuft schon. Also, wir waren ja beide zusammen im Baumarkt, ne? Und wir haben uns für eine sehr, sehr günstige Holzart entschieden. Und weißt du, was das für eine Holzart ist? Ja. Ne? Das ist hier Leimholz. Leimholz, Kiefer oder Fichte, ich bin mir selber unsicher. Wir haben zwei fertige Regalbretter oder Leimholzplatten uns gekauft und passen dazu nochmal zwei Führungsschienen, die brauchen wir nämlich für dieses Projekt. Dazu kommen wir aber später. Und für diejenigen jetzt, wir werden viel, viel Werkzeug in diesem Video verwenden. Sprich, wir werden einen dicken Hobel verwenden, wir werden eine Tauchkreissäge verwenden. Und ich weiß, also uns ist bewusst, dass ihr zu Hause wahrscheinlich das alles nicht habt, aber wir werden jedes Mal, wenn wir jetzt ein Werkzeug verwenden, euch eine Alternative nennen. Wir wollen jetzt ein bisschen gucken, dass wir dieses Projekt sehr, sehr zart bauen, sehr leicht. Und deswegen ist auch die erste Aufgabe, Helly, für diese Hundebox, dass wir dieses Regalbrett oder diese beiden Regalbretter einmal komplett durchsägen werden. Und dann werden wir das Ganze auf dicke hobeln, also hobeln. Weißt du, was ein Hobel ist? Nee. Ein Hobel ist, der hobelt quasi das Holz hier dünner. Das macht es schlanker. Und dabei entsteht Späne und die Späne verwendest du beispielsweise für deine Meerschweinchen. Das ist Hobelspäne. Ne? Und wo gehobelt wird, fällt auch bekanntlich Späne, so ist das Sprichwort. Aber wir werden jetzt erstmal sägen. Bevor wir uns das jetzt zusägen, habe ich die Werkbank, ja, du kennst deine Werkbank aus dem Werkunterricht, ne? Hast ja gerade gesagt, das Ding da kennst du noch, ne? Ja. Das ist die Vorderzange, damit kann man beispielsweise was einspannen. Und bevor wir jetzt loslegen, ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt sägen, werkeln, hobeln, Gehörschutz, Mundschutz und eng anliegende Kleidung. Ne? Mhm. Das hast du alle schon und du hast mir auch gestern erzählt, was dein Werklehrer dir erzählt hat. Der hat dir Horrorgeschichten erzählt, ne? Worüber? Ja. Bohrer oder so? Ja, über eine Tischbohrmaschine beispielsweise oder wenn du einen Akkuschrauber in der Hand nimmst und wenn du dann Haare offen hast, wenn die da reinkommen, ne? Da gibt es ganz, ganz böse Unfälle und damit das nicht passiert, ist ganz wichtig, eng anliegende Kleidung, Haare zusammen zum Zopf und Gehörschutz, ganz, ganz wichtig. Ohrringe, das ist zu grenzwertig. Ich als Werklehrer heute oder als Mr. Handwerk gesagt, können drinnen bleiben. Ne? So, als erstes zeichnest du mal bitte von diesem Brett die Mitte an. Hier hast du ein Maßband. Genau, kannst du nochmal nachkontrollieren und das zweite Brett auch. Und ich mache schon mal die Tauchkreissäge bereit. Mess mal, wie dick das Brett ist. 2 cm. Okay, wir werden nämlich jetzt das Ganze einmal durchsägen auf 20. Ne? Das heißt, man kann jetzt hier die Tiefe einstellen von der Tauchkreissäge. Und wir haben hier eine Führungsschiene und die Tauchkreissäge sägt mit mal ein kleines Ticken tiefer, damit wir das Brett auch durchsägen können. Mhm. Du hörst mich gar nicht, ne? Doch, ich höre dich. Gut. Wir hätten die jetzt eigentlich auch im Baumarkt kaufen können. Gab es ja auch so schmale Bretter, ne? Ja. Hätten wir einzeln kaufen können. Der Nachteil wäre natürlich gewesen, es wäre ein bisschen teurer gewesen, ne? Wenn man mehr kauft, breiteres Material, umso günstiger wird das. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum, weshalb wir das Ganze einmal halbiert haben, ne? Mhm. Ganz einfach, weil das Brett hier ist mir ein bisschen zu dick. Wir wollen ja einen sehr, sehr leichten Hundekorb haben oder Hundebox. Und damit wir das hobeln können, in dieser Maschine da, deswegen müssen wir das Ganze auf Breite sägen, damit das da auch durchpasst. Jetzt werden wir das hobeln. Wie bekommen wir es dann wieder breit? Dann verkleben wir das, zeige ich dir dann. Nimm mal. Ja, schade, Helly. Jetzt haben wir das nicht aufgenommen. Ich habe Helly gerade gezeigt, wie schnell man so einen Hobel umbauen kann. Ne? So, Helly, willst du dich mal dahin hocken? Dann zeige ich dir das mal ganz kurz. Also, wenn du mal in den Hobel hinten reinguckst, ne? Guck mal da hinten rein.
nicht reinfassen, sondern reingucken. Da oben ist eine Welle. Und da sind so zwei Messer, die sind so scharf wie so ein Rasier, wie so eine Rasierklinge. Und die drehen sich. Und auf diesen Tisch, den kann man hier mit der Kurbel hochbedienen. Und damit kann man die Stärke einstellen. Und du hast ja gemessen am Anfang, dass diese Bretter hier 20 mm stark sind. Das heißt, wir stellen den mal auf 20 mm ein, um uns ranzutasten. Zack. Und jetzt brauchen wir unsere Röhrschutze. Und ich würde sagen, ich stehe hier, du stehst da. Ich stecke das Brett hier rein und du nimmst es hinten wieder ab. So, Helly, jetzt haben wir unseren beiden Bretterchen gehobelt, ne? Und du hast ja gerade schon ein bisschen geguckt, wie man das miteinander verklebt, ne? So, dann hast du, was hast du gerade gemacht? Du hast das gemacht, ne? Was ist denn das? Eine Ahnung. Das ist ein Ast. Vom Baumstamm, der rund ist, kommen ja Äste raus. Ja. Das sind die Äste. Hm. Wenn du genau hinsiehst, siehst du auch die kleinen Jahresringe. Ja. Bei Jahresringen hast du schon in der Schule gelernt, ne? Ja. Genau. So, ich habe dir gerade zwei Zwingen gegeben, genau das hier. Das sind nämlich Rahmen- oder Korpuszwingen. Die werden die Leute wahrscheinlich nicht haben. Aber wir haben ja gesagt, wir geben den Leuten einen Tipp. Jedes Mal, wenn wir was verwenden, was die zum Beispiel nicht zu Hause haben, ihr müsst die Bretter jetzt nicht so dünn hobeln, ne, wie wir. Wir wollen ja was Exklusives bauen. Und deswegen haben wir die ein bisschen runtergehobelt. So, die Zwingen stellen wir uns jetzt ein. Das heißt, wie du siehst, hier, guck mal hier, zack, zack. So, das heißt, die Zwinge kommt ein bisschen näher ran. So, und jetzt werden wir das Brett wieder zusammen verleihen. Schön viel. Kannst auch so zickzack machen. Jetzt nehmen wir uns, mach mal wieder Deckel drauf. Das habe ich hier von Mama aus der Küche gemopst. Kennst du, ne? Ja. Das ist ein Backpinsel. Und das Schöne dabei, das kannst du jetzt hier verstreichen, dass du den Leim gleichmäßig aufträgst. Und wenn der Leim getrocknet ist, kann man das wunderschön von so einem Backpinsel abziehen. So, zack. Wenn wir jetzt die Zwingen quasi ansetzen würden, ne, dann könnte es sein, dass diese Platte nach oben springt oder nach unten. Deswegen nehmen wir uns jetzt zwei kleine Zwingen. Da hinten, siehst du die? Und wir müssen beim Leimen, wenn wir mal mit Leim arbeiten, müssen wir mal sehr, sehr schnell sein. Warte, wir nehmen uns noch zwei Auflageklötze. Diese hier. Das heißt, ein unten, ein oben und dann kommt dazwischen die Schraubzwinge. Na, du kannst die hier mit dem Griff nach oben machen, dann kannst du sie ein bisschen drücken und dann kannst du die schrauben. So. Und dann schraubst du die einfach zu. Und dann siehst du, wie hier der Leim rausquillt. Normalerweise müssen wir jetzt den Leim wegwischen, aber wir lassen es jetzt mal so. Und dann kannst du jetzt das quasi, das ist das Schöne, kannst es hochnehmen. Ne? Wir wischen doch den Leim weg. Wir haben ein bisschen blaues Papier, sonst läuft das nämlich runter. Und dann müssen wir nachher schleifen, 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 schleifen. Und das wollen wir ja nicht. So, Helly. Die Kamera ist ja an, ne? Das weißt du, ne? So, also. Was haben wir hier Schönes? Das sind jetzt Holzleisten. Wie viel haben wir davon uns gekauft? 10 Stück, genau. Und ich würde sagen, da das Hobeln ja richtig Spaß gemacht hat gerade eben, ne, wenn wir diese Leisten, du fühlst die ja, die sind so sägerau, ne? Ja. Da kann man sich ganz schnell einen Splitter zufügen und das wollen wir ja nicht, dass wir uns verletzen, einmal der Hund oder der Welpe. Deswegen werden wir die jetzt ein bisschen hobeln. Das heißt, gehobelt, ne, Helly? Die sind jetzt schön glatt, ne? Mhm. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir die einmal in der Mitte durchgesägt und wir haben auch jetzt da vorne schon ein paar Leisten liegen. Es sind halt Dachlatten und jeder, der schon mal im Baumarkt war, der weiß, was da für eine Qualität liegt, beziehungsweise dass manche schief und krumm sind. Die haben wir jetzt ein bisschen aussortiert, weil wir wollen ja eine schöne Hundebox haben. Ne? Ja. Genau. Hast du noch irgendwelche weiteren Fragen? Nee. Willst du nicht wissen, wie es weitergeht? Nee. Also hast du jetzt keine Lust mehr? Doch. Okay. So, wir werden jetzt
die Tür machen. Also unsere Bretter, die kleben ja noch, ne? Die können wir so eine Stunde oder eine halbe Stunde abnehmen, dann können wir die schön schleifen. Mhm. Und wir werden jetzt das Ganze an der Kapp- und Gärungssäge auf Gärung sägen und verkleimen mit Holzleim. Wir haben uns ja jetzt die auf Gärung zugesägt, ne? Das heißt, wir haben jetzt Holzleim und wir werden jetzt quasi, ja, wie soll ich nennen, eine Schubkaste oder einen Schubkasten oder eine Tür machen. Und es ist halt jetzt hier ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich exakt einen 45-Grad-Winkel habt. Das haben wir kontrolliert mit dem Holzleim. Nee, mit Holzleim kann man sowas nicht kontrollieren. Ja. Mit den, was ist das hier? Sieht aus wie ein Geodreieck. Ja, so eine Art, das ist ein Anschlagwinkel. Ne? Und damit kannst du halt das Ganze kontrollieren. Wenn das Ganze nämlich passt, dann haben wir hier 90 Grad. 90 Grad. Ne? Und was haben wir jetzt hier angesägt? 40 Grad? Na, 45, die Hälfte. Ja. Ne? So, jetzt werden wir das Ganze miteinander verleimen. Das heißt, du gibst es mir hier Holzleim an. Hier, auf beide Seiten, in die Mitte. Genau, so einmal schön. Lololo. Und das können wir nämlich jetzt, wenn den wir das... Sie wieder, oder? Nee, ohne. Wir können das jetzt ein bisschen hin und her schieben. Und jetzt, ja, wie... Man könnte es jetzt trocknen lassen, es würde aber mit der Holzplatte miteinander verleimen. Ne? Jetzt habe ich hier einen Druckluftnagler, da sind kleine Nägel eingespannt, die schießen raus mit Druckluft. Das heißt, wir schießen mal von hier oben einen Nagel rein. Ja? Und dadurch hat das Ganze ein bisschen Halt und wir können es vorsichtig weglegen. Wir haben jetzt hier einen Haufen 90-Grad-Winkel gemacht. Und das Ganze hat eigentlich ganz gut funktioniert. Natürlich müssen wir die kleinen Löcher zuspachteln. Für euch, die jetzt so ein Werkzeug nicht zur Verfügung hat oder haben, ihr könnt natürlich auch die Dachlatten dann ganz normal schrauben. Ne? Aber Leim ist eigentlich die schnellste und einfachste Art. Wir haben jetzt die Platten befreit von den Schraubzwingen. Wir werden das Ganze jetzt noch einmal schleifen und dann fangen wir an mit dem Zuschnitt der Platten. Ich möchte die nämlich jetzt... quasi miteinander verbinden, ohne zu schrauben, also alles auf Gärung sägen. Das mache ich mit einer Tauchkreissäge. Ist eine Herausforderung, weil das gelingt mir nicht immer und wir haben nicht wirklich viel Material zur Verfügung. Für diejenigen, die jetzt wissen wollen, wo der Werktisch hierher kommt, das ist eine Ulmia Hobelbank quasi von Maschinenbau Beck. Video und Link zu dieser tollen Hobelbank, die ihr von der Höhe her verstellen könnt und auch von links nach rechts schieben könnt, also quer durch die Werkstatt, werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. So, Helly, du darfst jetzt schleifen. Hier, das ist ein Exzenter-Schleifer mit einer 150er Körnung drauf. Bitteschön. So, meine Tierfreunde, jetzt haben wir ein paar Stunden gebraucht und wir haben das Ganze, ja, Helly ist auch noch am Start, wir haben das Ganze jetzt mit der Tauchkreissäge auf 45 Grad gesägt, einmal ringsrum. Werdet ihr gleich sehen, wenn wir das verleimen. Ist schon eine Herausforderung. Ich kann euch einfach empfehlen, wenn ihr jetzt Laie seid und noch nicht so viele Projekte gemacht habt mit Holz bzw. auf Gärung oder nicht das nötige Werkzeug habt, schneidet euch das stumpf zusammen. Könnt ihr auch im Baumarkt machen. Dann gibt es hier die tollen Rahmenspanner. Und das ist quasi deine dritte Hand. Und die sind ganz, ganz toll. Die werden wir auch gleich verwenden. Und damit könnt ihr beispielsweise auch stumpfe Verbindungen zusammenschrauben. Ich werde euch mal ein paar Tools unten in der Videobeschreibung verlinken. Denn es gibt auch so eine Art Undercover-Jig, nennt sich das Ganze. Damit könnt ihr schräge Schraubverbindungen machen. So, Helly, wir werden das jetzt verkleben. Und da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick, den kennen die Profis hier untereinander. Man nimmt Isolierband, ja? Dann reißt man sich hier was ab. Man legt sich das so hin, dass es perfekt eine Linie ergibt. Und dann klebt man das da drauf. So. Hast du schon eine Idee, was wir hier machen? Nö. Also nein. Rate mal. Knappst das gleich zusammen und dann hält es und dann ist es so perfekt. Ja, ich klappe es gleich zusammen, aber was fehlt dann noch? Das Leim. Der Leim, ja, richtig. Clever.
Du bist echt clever. Ja. Müsst ihr mal jetzt ihr Gesicht sehen. Sie macht gerade die Augenbrauen hoch und runter. So, das heißt, wir kleben erstmal das hier zusammen. Klack, klack, klack. Und dann kommen die Seiten. Es regnet gerade richtig doll. Wichtig ist für solche Arbeiten wirklich gutes Klebeband zu verwenden. Jetzt drehen wir das Ganze. So, guck mal hier. Dann könnten wir es zusammenklappen. Zack. Ja, und ist die Helly nicht krank, aber sie hat ganz vergessen, ihre Hausaufgaben zu machen. Und das macht sie nämlich heute, bevor nämlich morgen die Schule wieder losgeht. Und ich muss nämlich dieses Projekt fertigstellen, weil der kleine Welpe kommt nämlich am Montagabend. Das heißt nämlich jetzt für mich, dass ich das Projekt alleine fertigstellen werde. Ihr werdet aber Helly noch mal am Ende sehen und dann könnt ihr das Ganze auch miteinander stumm verschrauben. Ihr müsst es jetzt nicht wie wir auf Gärung machen. Das ist echt für die Leute, die zu Hause eine Tauchkreissäge haben oder eine Tischkreissäge, die sich das Ganze zutrauen. Ansonsten ganz einfach stumpf verschrauben oder ein Undercover-Jig, den habe ich nämlich hier auch. Schaut so aus von Wolfcraft. Ist ein ganz, ganz tolles Tool. Ist auch eigentlich alles mit dabei. Vielleicht musst du noch mal ein paar Schrauben dazu kaufen. Und damit kannst du dir Taschen mulden, schräg bohren. Das heißt, du würdest jetzt hier keine Schraubenkopf sehen, sondern das wäre innen drinne alles. Ganz, ganz tolles Ding. Gibt es auch ein Video von mir. Verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Und wir machen jetzt weiter. Ich habe gerade die letzte Schraube hier reingeschraubt von den Führungsschienen. Was ist hierbei zu beachten? Eine große Traglast haben die Dinger ja jetzt nicht. Ihr müsst allerdings berechnen die Tiefe, dass das Ganze auch dementsprechend richtig rauskommt, weil die Tiefe bestimmt ja nachher den Eingang für das Hündchen. Da wir jetzt hier einen kleinen Pudel haben, das haben wir hier 150 mm, das reicht aus, ist wie gesagt noch ein Pudelwelpe. Das heißt, die Kiste ist jetzt, dient wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, für 5-6 Monate. Danach ist es vielleicht nur noch so ein Erinnerungsstück. Und da müsst ihr halt darauf achten, dass ihr die passenden Führungsschienen habt, beziehungsweise die Längen. So, das Türchen habe ich jetzt schon fertig gemacht. Und war eigentlich ganz einfach. Ihr könnt euch ja daran erinnern, dass wir diese Rahmen hier miteinander verleimt haben. Und dann habe ich jetzt mir hier ein paar Dachlatten zugeschnitten, die dazwischen gesetzt, mit einer Zwinge verleimt, also zusammengedrückt. Und hier hinten habe ich eine Leiste rangesetzt. Und das Ganze verschraubt, damit ich den Abstand hier bestimmen kann. Ich habe schon mal gesehen, dass ja auch hier eine Stange durchgeschoben wird. Möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Und wenn meine Errechnung oder die Berechnung jetzt stimmen, müsste das Ganze so ganz, ganz knirsch reingehen. Sieht nicht so schön aus, ne? Wir sehen jetzt hier die Führungsschiene. Ist vielleicht auch ein bisschen Verletzungsgefahr für den Hund. Wir hätten es oben setzen müssen. Das heißt, hier oben drauf, dann hätte ich aber auch das Ganze gesehen. Ja, es ist natürlich jetzt schwierig, wie man das hätte lösen können. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall hier die Kanten nochmal abschleifen. Und ansonsten ist das Projekt schon fast fertig. Jetzt kommen nochmal die Filzgleiter unten dran. Das sind Filzgleiter zum Schrauben. Es gibt auch welche zum Nageln. Ich bin da nicht so ein Fan von, weil die sich irgendwann lösen. Dann hast du so einen Filzleiter in der Wohnung rumliegen und mit einem Nagel, ja, nicht so gerade lustig, wenn man da reintritt. So, dann ist die Hundebox auch fertig. Wie gesagt, ich werde sie jetzt nicht ölen oder behandeln. Wir brauchen die nämlich morgen. Das ist ja ein bisschen zu früh und dann riecht die auch dem extrem nach Öl. Und das möchte ich den Welpen nicht zumuten. Wenn ihr die Zeit habt, dann macht es bitte. Ganz, ganz wichtig, weil kann durchaus mal sein, normalerweise machen es die kleinen Welpen nicht, dass sie in ihr Häuschen reinpullern, aber kann durchaus mal sein, dass er da reinpullert und dann, ja, ist das nicht so schön, ne? Ist nämlich sehr, sehr schwer zu reinigen. Zack, ich werde mich jetzt auf den Weg machen zu Helly, ihr das ganze Ding hier mal zeigen und es ersetzt natürlich jetzt keine Hundebox in dem Sinne, dass ihr das Ganze im Auto stellen könnt, verzwirren könnt und so weiter und so fort. Könnt ihr natürlich machen, aber ist natürlich sehr, sehr schwierig, ob das Ganze dann ja alles so normgerecht ist. Ne? Es ist eher so eine kleine Box für zu Hause, für die ersten Wochen, wo der Welpe dann in ein neues Zuhause einzieht, dass er so einen Rückzugsort hat und damit man ihn, wie soll ich sagen, ja, an das neue Hause gewöhnen kann und ihm so einen Rückzugsort geben kann. Ne? Wir sehen uns jetzt bei uns zu Hause. Und ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß bei diesen Aufnahmen. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen und das ist die kleine Millie. Die kratzt sich, die war nämlich gerade draußen.
ist 11 Wochen, ist ein kleiner Pudelwelpe. Und da ist die Helly. Hallo Helly. Ja, Helly hatte heute Schule gehabt, heute ist Montag. Und genau, das ist das kleine, der kleine Welpenhaus und das wird auch ganz, ganz gut angenommen, beziehungsweise die Hundebox. Ich habe jetzt nochmal nachträglich, weil Steffi ihr Wunsch das war, links und rechts 2 Löcher gebohrt mit einem Forstnerbohrer, dann das Ganze mit der Stichsäge ausgesägt und daraus 2 Griffmulden gemacht. Und natürlich, was darf nicht fehlen, da ist der Handwerk, Branding, Label drauf. Ja, und Millie geht es ganz gut. Und die Hundebox nimmt sie auch ganz gut an. Wir freuen uns natürlich sehr. Was uns aufgefallen ist für alle diejenigen, die das nachbauen wollen, für den Welpen gezielt. Es ist ja sehr, sehr wichtig, beispielsweise nachts, dass man, wenn der Welpe winselt, dass man irgendwie Kontakt hat mit denen. Und das lässt die Hundebox sehr, sehr schwierig zu. Vielleicht bohrt ihr nochmal oben ein paar Löcher rein oder macht ein paar Streben rein, dass man vielleicht das von der Tür oder von der Klappe weiterfühlt in die Box, dann kann man die vielleicht auch von oben streicheln. Das war auch der Grund, warum wir sie jetzt, also die Box für die Nacht, nicht verwendet haben. Ne? Und hier findet ihr nochmal 2 weitere Videos. Einmal für ein Meerschweinchengehege und ein Meerschweinchen-Auslaufstall. Bis dahin und viel Spaß beim Nachbauen.